es ist immer blöd. Wenn sobald der Kamera an ist, ist man anders. Ich weiß das. Da waren wir schon recht. Aber wir können ja erstmal über das Wetter sprechen oder so. Na, aber jetzt doch, pass auf. Ich bin aus dem Waisenhaus. Durch den verdammten Scheißkrieg bin ich im Waisenhaus gewandert. Warum, weshalb, wieso? Das ist bis heute eigentlich noch nicht richtig geklärt worden, weil. Aber dann war ich Hirtenbub. Weißt du, was ein Hirtenbub ist? Natürlich. Weil ich aus dem Heim allweil durchbrennt bin, konnte man nur zu den Bauern gehen, weil bei den Bauern hast du Unterschlupf gehabt, hast ein Bett gehabt, wenn es im Stroh war oder im Stall war, das war Wurst, aber konntest leben. Gell? Hast halt Kühe hinten müssen, Schafe, Ziegen, alles. Hirtenbub war ich. Dann später bin ich Knecht gewesen bei den Bauern. In Österreich, in Deutschland, im Bayerischen, im Schwäbischen, im Badischen. Es war manchmal gut, war manchmal ganz scheiße. Gell? Wie es halt. Ja, hast gute Herren gehabt, hast schlechte Herren gehabt. Gell? Und nachher habe ich Zirkusleute getroffen. Und dann habe ich mich mit Zirkusleuten zusammengetan. Und da war ich dann zum ersten Mal kein Knecht mehr. Gell? War ich kein Knecht mehr. Dann habe ich eine Frau getroffen, Artistin, geheiratet, vier Kinder aufgezogen. Ja, die sind alle natürlich schon erwachsen. Ja. Ja. Und in der Zirkuszeit habe ich einen Mann getroffen. Den Namen sage ich jetzt nicht, weil, ja. Aber es war ein Onkel von mir. Und der hat die Orgel und einmal eine gehabt. Und ist nebenbei zu seinem Zirkus, ist der auf Wochenmarkt, auf Jahrmarkt überall zum Orgelspiel gegangen. Ja, ja, mein Onkel. Und dann eine Katastrophe. Er hat ein Testament gemacht und hat sich im Stallzelt aufgehängt. Hat sich aufgehängt. Hat aber zwei Söhne gehabt und eine Tochter. Zwei Töchter. Name sage ich jetzt auch, ja, ist klar. Und nachher hat er in sein Testament eingeschrieben, wenn ich meine Orgel euch gebe, verkaufe ich sie nur. Wenn ich es aber dem gebe, der spielt auf den Orgel. Und ich spiele heute noch drauf. Das war in den 60er Jahren. Die biologische Uhr. Ja, die macht aber niemand halt. Aber im Moment machst du einen total fetten Eindruck und das wünsche ich dir noch lange Gesundheit. Und spielst du mir noch ein Ding auf? Na klar. Hey, sag mal, und wie viel Lieder hast du hier mitgebracht? Oder hast du überhaupt für die Orgel? Das kann ich jetzt auswendig gar nicht sagen, aber ich habe ungefähr die 20, 35 Rollen dabei und da sind zum Teil zwei oder drei Lieder drauf. Und das spielst du. Also, und jetzt spielst du mal für mich noch viel. Ja. Und noch ein Spiel? Thank you.